21. Juni, 9.48 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Und das heute mit einem neuen Mikro. Ja, auch bei Justice for All ist es endlich mal soweit, dass wir das neue Mikro haben. Und ja, es ist hoffentlich euch schon aufgefallen, die Tonqualität ist auf jeden Fall einiges besser. Vielleicht könnte es sein, dass im Hintergrund ein bisschen heil, so ein kleines Heilen ist, aber nicht mehr das von den alten Videos, sondern einfach so ein, als wenn ich so, ne, in so einem Raum bin, einfach in einem großen Raum, wo nichts drinsteht und so weiter, so ein Heilen, ne, ihr wisst, was ich meine, ne? Hab jetzt das Thibaut noch was, keine Ahnung, sieht jetzt aus, als wäre ich in so einem Tonstudio, na egal. Und, wir haben im letzten Part, was haben wir im letzten Part gemacht, ich weiß es nicht mehr, oh Gott, muss aufpassen mit dem Mikro. Mit an die Maus zu kommen ist jetzt nicht mehr so einfach, weil das ist, ne, es ist ein bisschen schwierig. Aber naja, ich hoffe, dass euch die Tonqualität so jetzt richtig gut gefällt, da ich das Rauschen eigentlich nicht mehr entfernen muss. So, dann machen wir mal weiter. Was? Staatsanwalt von Karma? Meinst du? Nein, diesmal ist es ein Nachfolger, habe ich gehört. Nachfolger? Manfred von Karma war ein verdammt übler Zeitgenosse. Er hat keinen miesen Trick ausgelassen. Alles nur, um zu gewinnen. Er war ein Besessener. Ein Perfektionist. Durch und durch. Er hat eine makellose Bilanz. Und das über 40 Jahre hinweg. Wer weiß, mit was für fiesen Tricks er all die Schuldsprüche erreicht hat. Und jetzt sein Nachfolger. Was für eine Art Mensch wird das wohl sein? Hört sich nicht gut an. Mystische Maya! Pearly! Du bist doch noch gekommen! Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast! Ich hab mir ganz schöne Sorgen gemacht! Hey, wo ist denn deine Mutter? Ist sie nicht mitgekommen? Mutter passt auf die Schüler auf! Sie meinte, sie würde jetzt 2 Tage lang ohne Pause durchtrainieren! Was? Dann bist du ganz alleine gekommen? Jawohl! Hab mich vom Anwesen geschont und mich mit einer Karte orientiert! Du bist nicht ernsthaft den ganzen Weg zu Fuß gegangen! Natürlich nicht! Ich bin gerannt! Oh Mann, für den Zug braucht man 2 Stunden. Meine Güte! Pearly, wäre es mit einem Zug nicht einfacher gewesen? Hä? Was ist das? Ein Zug? Ich geb's auf. Es geht gleich los, oder? Ja, ich hab Angst. Was, wenn von Karma mir was antun will? Herr Edge wäre garantiert netter zu mir als von Karma. Herr Edgeworth? Wer soll das denn sein? Nächste Erzrivale. Und Freund. Einspruch. Ja, alte Musik aus dem alten Phoenix Wright. Oh, das will ich jetzt am liebsten noch ein bisschen genießen. Kommt mir vor, als hätte ich ihn gerade gestern noch gesehen. Einspruch. Ich hoffe, das übersteuert jetzt nicht. Jeder Prozess war ein zähes, verbissenes Ring. Von Anfang bis Ende. Einspruch. Einspruch. Mal gewann der eine die Oberhand, mal der andere. Ich glaube, jetzt verschwindet die Musik, aber ganz kurz noch genießen. Okay. Aber als echte Erzrival... Maya! Erwähne diesen Namen bitte nie wieder in meiner Gegenwart. Was? Aber warum denn nicht, Nick? Es tut mir leid, Maya. Du weißt es ja noch gar nicht. Er hat uns verlassen. Für immer. Was? Moment! Warte mal eine Sekunde! Was soll das heißen? Die Verhandlung beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich in den Gerichtssaal. Es geht los. Darüber reden wir dann später. Nick? Was soll das heißen? Edward ist von uns gegangen. Ist der etwa tot? Nein. 21. Juni, 10 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Oh Mann, wer ist das denn? Oh Gott, scheiße, nein, ich hab gerülpst. Ich erkläre hiermit die Sitzung im Fall Maya Fay für eröffnet. Sind Anklage und Verteidigung bereit? Was soll das Mädchen hier? Herr Wright, wären Sie dann soweit? Was? Ja, euer Ehren. Was hat der eigentlich immer gegen mich? Phoenix Wright. Hä? Du bist schockiert, dass ich eine Frau bin, stimmt's? Moment mal. Die Kleine da ist der berühmte Staatsanwalt von Karma? Ich bin Franziska von Karma, das Genie. Alles klar. Ich gab eine vielversprechende Karriere in Deutschland auf, aus einem einzigen Grund.
Und das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch. Und zwar, es gibt ja die japanische Version und die andere Version, also die wir spielen, also die in England und Amerika und sowas spielt. Und in Japan spielt das Spiel ja in Japan und sie kommt aus Amerika nach Japan. Und in allen anderen Versionen ist es so, dass das Spiel in Amerika spielt und sie von Deutschland nach Amerika geht. Das ist, ich weiß nicht, warum die das machen, das ist doch, na egal. Rache. Rache? Etwa für ihren Vater? Manchmal von Karma? Wenn es sich hier um eine persönliche Angelegenheit handelt, können sie sicher... Aua! Ich rede jetzt. Alter, eine Peitsche? Ein Gericht? Bei der nächsten Unterbrechung wird meine Peitsche die Gesprächsführung übernehmen. Bitte, rede doch lieber wie mit dem Mund, wie ein ganz normaler Mensch. Aua! Nimm dich bloß in Acht, ich werde dich fertig machen. Freue dich schon mal mit deiner baldigen Niederlage an, Phoenix Wright. Staatsanwältin von Karma, ihr Öffnungsplädoyer bitte. Die Blutlinie der von Karmas hat eine einzige Bestimmung. Perfektion. Die Angeklagte Maya Fey wird ihrer Schuld nicht entkommen. Dafür sorge ich. Also gut. Euer Ehren? Plädiert die Verteidigung auf unschuldig? Ja. Dummer Dummkopf, der dumme Träume träumt. 10 Minuten. Ich gebe der Verteidigung 10 Minuten, um sie umzuentscheiden. Ja genau, richtig gehört. Du wirst innerhalb kürzester Zeit auf Notwehr plädieren. Notwehr? Wird angewandt, wenn jemanden unabsichtlich zur Selbstverteidigung tötet. Es wäre viel einfacher, nach der jetzigen Beweislage auf Notwehr zu plädieren, aber... Die Verteidigung bleibt auf unschuldig, euer Ehren. Auf Notwehr zu plädieren würde bedeuten einzuräumen, dass man getötet hat. Wie dumm? Die mag das Wort dumm, das werdet ihr noch sehen. Okay, Phoenix Wright, du willst es also auf die harte Tour. Den ersten Zeugen, bitte. Ist ja genauso gruselig wie ihr Vater. Wie der Vater so die Tochter, oder so. Ah, die Gumshow. Zeuge, Ihre Namen und Beruf, aber schnell. Zu Befehl, die Gumshow der Name. Inspektor im öffentlichen Revier. Aua! Komm schon zur Sache. Erläutere dem Gericht die Einzelheiten dieses Mordes. Zu Befehl, wenn bitte mal alle einen Blick auf die Karte werfen würden. Der Beschwörungsraum hat keine Fenster und die Tür war fest verschlossen. Zur Tatzeit hielten sich in dem Zimmer nur das Opfer und die Angeklagte auf. Und was haben die beiden doch getan? Sie haben einen Geist beschworen, euer Ehren. Einen Geist beschworen? Fassungsloser als der Geist, als der Richter gerade kann man nicht gucken. Jedenfalls wurden kurz nach Beginn der Beschwörung Schüsse aus dem Raum gehört, euer Ehren. Einige der Zeugen brachen die Tür auf und stürmten in das Zimmer. Ah, und so haben sie herausgefunden, dass das Opfer schon tot war, richtig? Ich habe selten zuvor einen so verzwickten Fall vorgesehen. Oder vorgesessen. Dann gucken wir uns mal die Karte kurz an. Da. Die Taste war das. Da unten ist die Karte. Karte vom Tatort. Karte des Beschwörungsraums. Für mehr Details prüfen. Ja. Sieht ganz gut aus. Also, was war die Todesursache? Dazu wollte ich gerade kommen. Dann hör schon auf, meine wertvolle Zeit zu verschwenden. Zeugenaussage, Todesursache. Die eigentliche Todesursache war ein Pistolenschuss in die Stirn. Der Schuss wurde aus kürzester Distanz abgegeben. Aber vorher wurde das Opfer mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen. Diese Stichwunde war zwar schwer, aber nicht tödlich. Der Mörder benutzte die Pistole, um das Opfer endgültig zu erledigen. Das Opfer wurde also vor dem Erschießen erstochen. Hier ist der Autopsiebericht, euer Ehren. Die gucken wir uns auch mal nicht schnell an. Dr. Grays Autopsiebericht. Na komm, mach mal auf hier, so. Nach einem Stich in die Brust wurde er aus kürzester Distanz in die Stirn geschossen. Och, wie schön, wir haben noch nicht so ein Prüfendings beim Autopsiebericht, das ist schön. Das Gerücht adduziert das Beweisstück. Herr Wright, Ihr Zeuge. Kreuzverhör. Todesursache. Das erste Mal, dass wir gegen Franziska von Karma antreten. Die eigentliche Todesursache war ein Pistolenschuss in die Stirn. Moment mal! Die Mordwaffe, Inspektor Gumshow. Um wessen Pistole handelt es sich? Sie gehörte dem Opfer. Dem Opfer? Und warum bitte besaß er... Einspruch! Warum bitte besaß er eine Pistole? Wen interessiert das schon? Viel interessanter ist doch, wessen Fingerabdrücke sich auf der Pistole befinden. Vielleicht solltest du darauf mal dein Augenmerk richten. Fingerabdrücke? Es wurden Fingerabdrücke gefunden?
außer den Fingerabdrücken des Opfers befanden sich auf dem Griff auch noch die der Angeklagten Maya Fey, euer Ehren. Oh oh. Hm. Die Fingerabdrücke der Angeklagten befanden sich also auf der Mordwaffe. Hm. Da habe ich eher schön in die Hände gespielt. Der Schuss wurde aus kürzester Distanz abgegeben. Moment mal. Ich hoffe mal, dass das nicht übersteuert, weil das wird mir so laut angezeigt gerade. Aus kürzester Distanz, hm? Von was für einer Entfernung sprechen wir denn genau? 30 bis 50 Zentimeter. Und woher bitte wissen Sie, dass er aus nächster Zeit näher erschossen wurde? Phoenix Wright, ich habe genug von den dummen Dummköpfen dieses dummen Landes. Wie bitte? Schmauchspuren. Schmauchspuren? Bei einem Schuss aus dieser Nähe treten Verbrennungen um das Eintrittsloch herum auf. Kugeln werden abgefeuert, weil Schießpulver explodiert und dabei entsteht Hitze, Junge. Und eben solche Schmauchspuren waren deutlich an der Stirn... Oh, scheiße. Oh, nee. Das gibt's ja wohl nicht. An der Stirn des Opfers erkennbar. Wow. Wusste ich nicht. Man hält echt nie aus. Aber vorher wurde das Opfer mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen. Moment mal. Eine Stichwunde. Und womit hat man auf ihn eingestochen? Mit einem Obstmesser. Aha, wessen Obstmesser war es? Wir gehen davon aus, dass es dem Face gehört. Wie Sie sich denken können, ist es voller Fingerabdrücke Maya Face. Hm, komplett voll, was? Ach, das sieht gar nicht gut aus. Hahaha, wie sieht denn dein nächster Schritt aus, Phoenix Wright? Diese Stichwunde war zwar schwer, aber nicht tödlich. Moment mal! Wie schwer war denn die Stichverletzung? 2 Zentimeter weiter rechts und das Herz des Opfers wäre getroffen worden. Nach so einer Verwundung ist es unmöglich, sich zu wehren, geschweige denn zu stillen. Moment, momentan läuft alles darauf hinaus, dass sie ihn erstechen wollte. Der Mörder benutzte die Pistole, um das Opfer endgültig zu erledigen. Moment mal! Sind Sie sicher, dass zuerst der Stich und dann der Schuss... Schuss erfolgte? Absolut, so sicher wie man nur sein kann. Ein Blick auf die Wunden und du würdest zum gleichen Ergebnis kommen, Junge. Wahre Dummheit beweist der Dumme, indem er nur auf andere Dumme hört. Ein Schuss in den Kopf aus allernächster Nähe führt auf jeden Fall zum sofortigen Tod. Von welchem Belang ist die Frage, welche Verletzung als erstes zugefügt wurde? Erst denken, dann reden, lautet die Devise, Phoenix Wright. Ach, was für eine... Das reicht jetzt. Die Todesursache wäre damit eindeutig bewiesen. Ich habe hier die beiden Mordwaffen. Sehr gut, sehr gut. Das Gericht akzeptiert sie als Beweismittel. Pistole und Obstmesser zu Gericht, oder Messer zu Gerichtsakte hinzugefügt. Die schauen wir uns doch natürlich gerne mal wieder an. Pistole, Mordwaffe, gehörte Gray. 2 Schüsse abgefeuert mit Mayas und Dr. Grays Fingerabdrücken. 2 Schüsse abgefeuert, stimmt. Aber es wurde nur ein Schuss erwähnt, aber es wurden wirklich 2 abgefeuert, das haben wir ja gehört. Und das Messer, Mordwaffe, kleines Obstmesser, gehört den Face, trägt Mayas Fingerabdrücke. Den Eintritt des Todes konnte auf den 19. Juni um genau 15.15 Uhr datiert werden. Augenzeugenberichten zufolge wurde zu diesem Zeitpunkt 2 Schüsse abgegeben. Dazu die beiden Mordwaffen, beide mit den Fingerabdrücken der Angeklagten? Hm, scheint als wäre der Fall damit klar und abgeschlossen. Natürlich. Schlimmer kann's dann ja nicht mehr kommen. Als würde der Fall zum derzeitigen Stand nicht viel zu einfach dargestellt. Euer Ehren, meinetwegen kannst du jetzt schon dein kleines Hämmerchen schwingen. Immerhin ist zweifelsfrei erwiesen, wie sich alles abgespielt hat, oder? Das stimmt wohl. Herr Wright. Ja? Wollen Sie immer noch auf unschuldig plädieren? Das Gerücht ist der festen Überzeugung, dass Sie damit schon verloren haben. Siehst du, genau wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Nicht einmal 10 Minuten und schon musst du deine Strategie ändern. Was haben Sie jetzt vor, Herr Wright? Wollen Sie auf Notwehr plädieren? Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt dafür. Das ist Ihre letzte Chance. Eine schwere Entscheidung. Das werde ich mir ganz genau überlegen. Wenn wir auf Notwehr plädieren, wie er schon sagte, würden wir da einräumen, dass man dass Maya getötet hat. Und das wollen wir nicht. Wir plädieren auf unschuldig. Wenn wir auf Notwehr plädieren würden, würden wir zugeben, dass sie ihn umgebracht hat. Nach dem Prozess wäre Maya als Mörderin gebrandmarkt. Ihr Leben wäre zerstört. Das darf ich nicht zulassen. Euer Ehren! Sind Sie zu einer Entscheidung gelangt, Herr Wright? Die Verteidigung plädiert weiterhin auf unschuldig. Alles außer einem uneingeschränkten Freispruch ist inakzeptabel. Du...
Dein Schicksal ist besiegelt, Phoenix Wright. Inspektor! Ja, Frau Staatsanwältin. Komm zum Ende deiner Aussage. Meinem endgültigen Triumph. Ja, Frau Staatsanwältin. Moment mal, den Ablauf bestimme hier immer noch... Aua! Oh ja, natürlich. Also dann, Herr Inspektor, setzen Sie Ihre Aussage doch fort. Das Gericht wird erfreut sein, von dem weiteren belastenden Beweisstück zu erfahren. Zeugenaussage, belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sie offensichtlich nicht wehrte. Das ist also das Kostüm. Die Blutspuren sind deutlich erkennbar. Damit wäre eindeutig Meyerfays Verbindung zum Mord belegt. Das Gerücht akzeptiert das Beweisstück. Meyers Kostüm zu Gerichtsakt hinzugefügt. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Kleidung, die Meyer zum Zeitpunkt des Mordes trug. Es sind Blutspritzer drauf. Okay. Nun denn, Herr Wright. Meyers Fingerabdrücke auf beiden Mordwaffen und Blut auf ihrer Kleidung. Schlimmer kann's jetzt aber wirklich nicht mehr kommen. Oder? Ha, stimmt was nicht. Du scheinst verunsichert. Ich gehe davon aus, dass die Anklage keine weiteren Beweise mehr vorlegen muss. Kneif ruhig den Schwanz ein und gib auf, Phoenix Wright. Hör endlich auf, mich immer mit vollem Namen anzureden. Das klingt grauenhaft. Kreuzverhör, belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt da noch ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Moment mal! Und warum zur Hölle haben Sie das nicht schon in Ihrer Aussage vorhin erwähnt? Du machst mir heute irgendwie Angst, weißt du, Junge? Ich bitte Sie, Herr Wright. So ein Benehmen wird in meinem Gerichtssaal nicht geduldet. Schon gut. Bitte, hören Sie auf, mich so anzuschauen. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Moment mal. Meyers Kostüm? Ja, sie trug es bei ihrer Verhaftung. Meyer, sie trägt heute schon wieder ihr Beschwörungskostüm. Darfst du denn gar nichts anderes anziehen? Wie man sieht, es ist voller Blut. Moment mal. Das Blut auf diesem Kostüm. Die Untersuchung im Labor hat ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Das war ja wohl klar. Es befindet sich also Blut des Opfers auf der Kleidung der Angeklagten. Gar nicht gut. Konnten Sie diesem Beweisstück noch irgendwelche anderen Hinweise entnehmen? Einspruch. Wechselt ruhig das Thema, da muss der gute Inspektor noch einmal aussagen. Wie schade, keine Zeit, wir sollten dann wohl fortfahren. Ja, Frau von Karma hat vollkommen recht. Ah, jetzt hat sie sogar schon den Richter auf ihrer Seite. Da stehe ich doch so kurz davor, sie fertig zu machen. Was soll ich bloß tun? Weiter angreifen. Kennen wir ja. Warum wird Franziska auf einmal so schmallippig? Sie muss einen Grund für so einen überalten Einspruch gehabt haben. Und der muss irgendwas mit diesem Kostüm zu tun haben. Ich muss mich nur noch mal anstrengen. Herr Wright, Frau von Karmas Beweiskette ist lückenlos. Da gibt's für Sie nichts mehr zu holen. Aha, hab keine Zeit mehr. Also, zu den Kostümen. Eine Frage noch. Euer Ehren, bei dem Beweisstück gibt es einen eindeutigen Fehler. Was? Wie kommst du denn darauf, Junge? Wo liegt denn dieser Fehler, den Sie meinen? Soweit habe ich es schon geschafft. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Der Fehler liegt genau hier. Wo könnte denn hier ein Fehler liegen? Wenn man jetzt alles anschaut, ja, Blut kommt hin. Der ist auch gut. Aber wenn wir uns den Ärmel mal anschauen, was ist das denn? Ein Loch? Ein Schussloch vielleicht? Nimm das doch nicht. Nimm das! Wenn das Gericht sich bitte den Ärmel des Kostüms anschauen würde. Den Ärmel? Da ist ein kleines Loch. Ein Loch? Aber das stand nicht im Bericht. Ein Moment. Was ist da um das Loch herum? Es sieht ganz schwach nach Schießpulver. Schießpulver? Davon hat mir keiner was gesagt. Ein Loch, das nach Schießpulver riecht.
Da habe ich ja anscheinend doch noch eine Lücke gefunden. Euer Ehren, hier kann es sich nur um ein Einschussloch handeln. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das ist ein schwerwiegender Sachverhalt. Wir sollten erst einmal die Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Weiß Christine wurde verbessert, aktualisiert. Schauen wir uns natürlich an. Kleidung, die Maya zum Zeitpunkt des Mordes trug. Ja, ne? Kennen wir ja. Ich muss mich entschuldigen, da haben wir wohl geschlafen. Hä? Sie lächelt? Was verwirrt sie noch? Reiß dich zusammen, Inspektor. Dieses kleine Loch beweist gar nichts. Die Beweise sind trotzdem eindeutig. Fahr mit deiner Aussage fort. Das war gerade reiner Zufall, nichts weiter. Einspruch! Wie kannst du das behaupten? Das ist ein eklatanter, okay. Das ist ein eklatanter Fehler. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es sich hier um einen Fehler der Polizei handelt. Aber Staatsanwalt von Karma hat recht. Die Beweise sind immer noch eindeutig. Wenn Sie keine grundlegenden Fehler empfinden, dann... Das kann nicht wahr sein! Inspektor Gumshoe, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Ja, Euer Ehren. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Moment mal! Er wehrte sich also nicht? Woher wollen Sie das wissen? Wir haben keine Spuren gefunden, die auf Gegenwehr schließen lassen, Junge. Gab es also zwischen dem Opfer und dem Mörder einen Kampf oder nicht? Die Antwort auf diese Frage kann den... Hilfe. Nochmal. Die Antwort auf diese Frage kann den Ausgang des Prozesses entscheidend beeinflussen. Ah, wir stecken in der Klemme. Wenn ich nur beweisen könnte, dass das Opfer sich gewehrt hat. Diese Franziska meint also, sie könnte den Ausgang mit nur einer Aussage entscheiden. Ich muss irgendwie einen offensichtlichen Widerspruch finden. Dann habe ich sie. Und das frage ich euch. Wo ist denn diese Aussage der Widerspruch? Lies sie nochmal vor, habe jetzt eine Idee, das wäre vielleicht schlau, dann kann man sich das nochmal ein bisschen überlegen. Tut mir leid, Junge, aber es gibt ja noch ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Was könnte der Widerspruch sein? Dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Phoenix Red Justice for All.